Hallo ihr Lieben, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei. Ein frohes neues Jahr. Das ist das erste Handspinnerei-Video in diesem Jahr. Nicht das absolut erste Video. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf meinem Vlogging-Kanal nachschauen. Dort habe ich schon ein Video veröffentlicht und das nächste folgt bald. Lasst uns heute aber über Singlegarne sprechen. Singlegarne oder Dochtgarne, wie der ursprüngliche Name eigentlich ist und ihr mich auch öfter sagen hören werdet, sind Garne, die im Gegensatz zu den klassischen verzwirnten Garnen nur aus einem Faden bestehen. Will heißen, dass nur einmal gesponnen und nicht verzwirnt wird. Das stellt einen natürlich vor einige Fragen und Herausforderungen und das ist wahrscheinlich auch mit der Grund, warum ich schon ganz oft Fragen von euch dazu bekommen habe und das Thema auf die Videowunschliste geschrieben habe. Ich habe zu oft schon Dochtgarne erlebt oder industrielle Singlegarne, die sehr, sehr leicht auseinandergefallen sind, gerade bei dünneren Garnen, und das hat in mir eine gewisse Abneigung geprägt, wenn man so will. Das ist natürlich was anderes, wenn man in der Handarbeit Singlegarne selber machen kann, weil wir ja dann einen ganz anderen Einfluss haben. Wenn wir selber spinnen, können wir auch bestimmen, wie viel Drall in dem Garn ist, wie das Garn weiterverarbeitet ist. Und genau darum soll es jetzt in diesem Video und im nächsten gehen, denn das wird eine Serie aus zwei Videos. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen zeige ich euch in diesem Video, wie ich ein dickes Singlegarn spinne. Ich werde immer wieder zwischen diesen zwei Begrifflichkeiten rumswitchen, das ist das Gleiche. Und eine Methode, um das Garn fertigzustellen, das heißt das Garn zu baden. Ich nenne das ja immer so gerne Garnpolitur, also das, was nach dem Spinnen noch passiert. Und im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich ein dünneres Singlegarn spinne und eine andere Möglichkeit, um das Ganze dann fertigzustellen, wobei die Stärke des Garns und diese Fertigstellungsmethode nicht miteinander im Zusammenhang stehen. Wir heißen, nur weil ich das jetzt in den Videos so aufgeteilt habe, heißt das nicht, dass das das normale Prozedere ist. Also wenn man dickeres Garn spinnt oder wenn man dünneres Garn spinnt, dann macht man das und das und das. So viel dazu. Legen wir los. Ich zeige euch, wie ich einen dicken Single spinne, den ich nicht verzwirren werde. Um Dochtgarne aus einem Kammzug zu spinnen, und ich habe jetzt hier einen besonders bunten Kammzug ausgewählt, damit man die Verdrehung gleich wirklich gut sehen kann, ist es sehr sinnvoll, den Kammzug vorzubereiten, weil dicke Garne zu spinnen, je nachdem ein bisschen anstrengender ist, oder mehr Fasern aus so einem Kammzug auszuziehen, und ihr werdet gleich sehen, warum, ein bisschen anstrengender ist, wenn man schon etwas mehr Übung hat, teile ich mir den Kammzug gut auf und ziehe den vor. Das heißt, ich teile den mehrmals der Länge nach, nicht zu oft, denn umso dünner die Bänder sind, umso dünner wird auch das Garn, beziehungsweise ich werde das Garn nicht mehr dicker spinnen können, als das Band ist. Ein paar Teile habe ich mir hier schon vorbereitet und auch schon ein bisschen vorgezogen. Und auf der Spindel habe ich auch schon einiges an Garn gesammelt und man kann eben hier ganz schön die Verdrehung sehen durch die unterschiedlichen Farben. Ein Dochtgarn zu spinnen ist insofern nicht ganz einfach, als dass man sich nicht ganz so leicht am Drall orientieren kann, wie das bei Garnen der Fall ist, die man später verzwirnt. Und ihr seht jetzt hier schon, jetzt habe ich eine Stelle, die mir so ein bisschen zu dünn ist. Das macht nichts, die lasse ich drin, aber ursprünglich wollte ich das ein bisschen dicker haben. Wenn ihr möchtet und es euch noch schwer fällt, wieder etwas dicker zu spinnen, könnt ihr euch, wenn ihr mit einer Spindel arbeitet, die auch einklemmen. Der Trick ist, mehr Fasern zu nehmen und zu ziehen. Ich ziehe jetzt hier nach hinten aus, weil ich das leichter finde. Und ich ziehe nicht so weit aus, wie ich sonst ausziehen würde, denn sonst passiert Folgendes. Schwupp, das wird hier wieder dünner und ich habe wieder eine dünne Stelle. Das heißt, mehr Fasern ausziehen, aber dafür weniger weit. Und dann natürlich gleichmäßig. Und gerade bei einem dichten Kammzug kann es recht schwer sein, wirklich viele Fasern auf einmal auszuziehen.
Daher empfehle ich, wie gesagt, den vorher auszuziehen, wenn man ein dickeres Dotgarn spinnen will. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage des Dralls. Wie ihr sehen könnt, hat das Garn jetzt nicht unbedingt so viel Drall, wie ich sonst in einem Garn haben wollen würde, das ich verzwirnen möchte. Aber es hat auch nicht gar keinen Drall, so dass es durchhängt. Ein Dotgarn ist vorher beim Spinnen nicht ausgeglichen. Also es darf sich so ein bisschen eindrehen. Ich zeige euch mal, wenn ich ein bisschen mehr Drall reintun würde, würde das so aussehen. Das dreht sich schon ein bisschen mehr ein. Und würde ich dann eine richtige Spinnprobe, also eine gleichmäßig verdrehte Probe machen wollen, dann sähe das im Prinzip so aus, wie ich das verzwirnte Garn auch haben wollen würde. So viel Drall möchte ich aber da gar nicht drin haben. Deswegen lasse ich die Spindel noch mal ein bisschen zurückdrehen. Und das ist auch ein guter Trick, um einfach noch mal ein bisschen Drall rauszuholen, aber sich beim Spinnen nicht komplett umgewöhnen zu müssen. Das heißt, mit der Spindel einfach spinnen und die drehen. Das geht natürlich nur bei der Spindel und nicht beim Spinnrad. Die Spindel drehen und dabei eben spinnen, spinnen, spinnen. Ganz normal und so, dass es dem Gefühl entsprechend ganz normal ist und wirklich viel Drall hat. Und dann vor dem Aufwickeln die Spindel noch einmal etwas zurückdrehen zu lassen, sodass sie etwas Drall rausholt. Aber so, dass der Faden eben nicht auseinanderfällt, sondern gerade noch so den Drall hat, um zu halten. Kann man auch immer mal noch den Test machen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Drall rausholen, verdreht es sich nur noch ganz, ganz locker. Das ist auch in Ordnung. Aber, habt ihr gesehen? Schwupp, dann ist es wieder zu wenig und das Ganze geht auseinander. Also da muss man natürlich irgendwie eine Art Mittelweg finden. Wobei das auch nicht der letzte Schritt ist, sondern das Dotgarn wird ja nochmal weiter behandelt. Das werde ich euch gleich zeigen. Und im letzten Schritt sorgen wir natürlich dafür, das Ganze nochmal ein bisschen zu fixieren, damit das Garn eben nicht auseinanderfällt, selbst an Stellen, an denen vielleicht ein bisschen zu wenig Drall ist. Bei einem so dicken Garn hat man natürlich den Vorteil, dass es sehr viel schneller geht, eine Spindel voll zu bekommen oder eine Spule voll zu bekommen. Und da wir ja auch nicht verzwirnen müssen, ist das also für die Ungeduldigen vielleicht genau die richtige Technik. Auch wenn ich persönlich kein großer Fan von Dotgarnen bin. Nicht, weil ich denke, dass sie nicht richtig verarbeitet sind, sondern schlichtweg, weil ich nicht gerne damit stricke. Also ich habe lieber Garne, die ordentlich verzwirnt sind, fest verdreht sind, ausreichend Drall haben. Gerne sogar ein bisschen überdrehte Garne, sowohl zum Stricken als auch zum Weben sowieso. Singles eignen sich natürlich prima oder Dotgarne als Schussgarne beim Weben. Als Kettgarne eher nicht so. Hier ist jetzt ein bisschen viel Drall drin, dann kann ich die noch mal ein bisschen zurückdrehen lassen. Und gerade bei dem bunten Garn erkenne ich natürlich ganz gut, dass da immer noch eine Verdrehung da ist. Da sehe ich natürlich ziemlich schnell und auf den ersten Blick, wann es keine mehr ist und wann es zu wenig ist, wenn die Farben alle in die gleiche Richtung zeigen, beziehungsweise einfach nur noch parallel nebeneinander liegen würden. Strang binde ich jetzt an vier Stellen, beziehungsweise nur noch an drei, weil an der Stelle ist es schon abgebunden, ab, wie ich das mit jedem anderen Strang auch tun würde, damit der sich in seinem Bart später nicht verändert. Und wenn der Strang fertig abgebunden ist,
kann ich ihn von der Haspel runterholen und ihr werdet jetzt direkt sehen, dass der natürlich noch lange nicht so aussieht, wie er hoffentlich aussehen wird, wenn er fertig ist. Denn der kringelt sich natürlich noch enorm zusammen, weil er theoretisch zu viel Drall hat. Weil das ist nicht möglich ist, das Garn so zu verspinnen, dass es direkt ausgeglichen ist. Das muss jetzt das Bart für uns machen. Er hat nämlich auch nicht so viel Drall, als dass das Ganze sich so mit sich selbst verdrehen würde, sodass im Prinzip ein schönes Garn entsteht, sondern das Ganze zieht sich einfach nur an vielen Stellen zusammen. Der Drall sammelt sich an manchen Stellen, wandert eher in die dünneren Stellen und überspringt die dickeren Stellen. Das ist vollkommen normal. Und deswegen sammeln sich die Kringel natürlich an manchen Stellen dort immer, wo das Garn ein bisschen dünner geraten ist. Und das mögen Millimeter sein. Es mag gar nicht so unregelmäßig aussehen. Meinst du einigermaßen unregelmäßig? Ich finde das aber auch vollkommen in Ordnung. Und das Ganze kommt jetzt ins Bad, damit wir das beseitigen können. Ich habe jetzt hier zwei Schalen mit Wasser. In der orangenen Schüssel ist kaltes Wasser, super kalt, einfach so, wie es aus dem Wasserhahn kommt. Und in der grünen Schüssel ist wirklich heißes Wasser. Gerade so, dass ich meine Finger hineintun kann, ohne mich absolut zu verbrühen, aber wirklich, wirklich heiß. Wenn es geht, so heiß, wie es aus der Leitung kommt. Wenn man möchte, kann man noch ein bisschen Faserwaschmittel oder sowas dazu tun. Das habe ich jetzt komplett weggelassen. Hilft aber natürlich auch etwas, denn wir wollen die Oberfläche des Garns ruhig so ein bisschen anfilzen. Also keine Angst davor haben, auch ein bisschen rougher mit dem Garn umzugehen, als ihr das sonst vielleicht mit einem Lace-Garn oder anderen feineren Garnen tun würdet. Wir möchten, dass das Garn später auch was aushalten kann, also tun wir dem Garn jetzt auch ein bisschen was an, damit es das kann. Ich fange mit dem warmen Wasser an, weil die Wolle das einfach besser und schneller aufsaugt und damit die sich wirklich einmal richtig volldrängt, tunke ich die in das heiße Wasser. Es ist wirklich heiß. Und ich drücke wirklich so lange die Wolle unter Wasser oder das Garn unter Wasser, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Dann hole ich das Ganze vorsichtig raus. Dazu suche ich mir immer gerne solche so abgebundene Stellen, an denen kann man das gut anheben, ohne das Ganze total durcheinander zu bringen. Hier unten habe ich jetzt trotzdem ein bisschen Chaos. Jetzt geht's. Dann bringe ich das Ganze einigermaßen gut aus und auch da ruhig feste. Bei manchen anderen Garnen wäre ich da vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Bei dem bin ich nicht ganz so vorsichtig. Und dann kommt das Ganze einmal in kaltes Wasser. Das ist auch für die Hände eine ganz interessante Abwechslung. Auch da ordentlich voll saugen lassen. Damit fertig zu sein, werde ich das Ganze einmal gut auswringen. Dafür stelle ich die Schalen ein bisschen zur Seite, nehme ein Handtuch und rolle das Ganze ein, wringe das gut aus, ruhig über Wasser, weil das nochmal tropfen kann und auch hier nicht zu sachte. Ich meine, so gehe ich mit manchen anderen Garnen auch um, gestehe ich ehrlich. Aber das sind ja auch Arbeitsmaterialien. Also wir müssen ja auch ein bisschen was aushalten können. Und jetzt könnt ihr schon sehen, dass das Ganze schon um einiges ausgeglichener aussieht als vorher. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Ganze nochmal zwischen den Händen so ein bisschen strecken, um das auszugleichen, wenn das Garn das denn braucht. So verteilt sich der Drall natürlich auch nochmal ein bisschen besser. Gerade über diese dickeren Stellen hinweg oder von diesen etwas dünneren Stellen in die dickeren Stellen. Aber ich finde, das sieht hier schon ganz gut aus. Und so würde ich das dann auch flach zum Trocknen auslegen, nicht aufhängen und auch nichts dranhängen. Das verfälscht bloß das Ergebnis, weil das Garn dann vielleicht zwar
ausgezogen wird, aber sobald es irgendwann wieder nass wird, zum Beispiel nachdem es verstrickt wird, würde es sich, wenn es wollte, dann wieder zusammenziehen. Also würde sich das jetzt hier noch kringeln, würde es nicht wirklich helfen, etwas dran zu hängen und damit das Garn auszustrecken, weil das dann später, nachdem es wieder nass wird, sich direkt wieder einkringeln würde. Das wollen wir nicht. Das heißt, wenn das noch der Fall ist, dann ist das so und das ist dann meistens auch gar nicht schlimm. Ich habe auch so ein paar, gerade diese etwas dünneren Stellen, die sich dann noch was stärker einkringeln, aber das macht nichts. Mittlerweile ist mein Garn natürlich auch schon getrocknet. Darauf habe ich gewartet, bevor ich das Intro und den Abschluss zu diesem Video mache. Und sieht so aus. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin ziemlich begeistert von dem Garn. etwas, was ich anfangs in der Einleitung nicht erwähnt habe und vergessen habe, ist, dass Single-Garne tatsächlich ganz nett zum Weben sind. Ich habe selber noch nicht damit gewebt und bin ja bis jetzt eher eine Strickerin gewesen, was die Verarbeitung meiner Garne angeht. Habe letztes Jahr angefangen zu weben und eine große Leidenschaft in mir dafür entdeckt und bin gespannt. Ich habe schon von sehr, sehr, sehr vielen Webern und Weberinnen gehört, dass Single-Garne hervorragend geeignet sind als Schussgarne. Also wir heißen diejenigen, die dann eingelegt werden, wenn die Kette schon gezogen ist. Also nicht die Längsfäden, sondern quasi die Querfäden. Und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, beziehungsweise auch noch weitere Dochtgarne spinnen, wenn ich denn mal Zeit dazu habe und damit etwas weben. Das Garn an sich gefällt mir auf jeden Fall super gut und just in diesem Fall ist es so, dass die Merino-Fasern nichts ihrer Weichheit eingebüßt haben, trotz dieser Heiß-Kalt-Behandlung und tatsächlich ist das Garn, das habe ich durchaus vorher schon häufiger ausprobiert und mit verschiedenen Techniken experimentiert, tatsächlich auch sehr reißfest. Ich weise aber tatsächlich explizit darauf hin, dass just bei dem Garn mir jetzt schon bewusst ist, würde ich damit stricken. Und ich bin ein Typ, der beim Stricken, also ein Stricktyp, der dazu neigt, Garne aufzudrehen. Wahrscheinlich durch die Art, wie ich die auf meinen Finger wickle oder. Und das heißt, gerade an solchen dickeren Stellen, in denen weniger Drall drin steckt, könnte es mir passieren, dass ich die wieder aufdrehe und dass ich das entweder mit der Zeit kaputt mache, wobei das immer noch recht fest ist, oder dass ich mit der Nadel in das Garn hineinsteche. Das könnte mir persönlich durchaus auch passieren und vielleicht gibt es den einen oder anderen oder die eine oder andere unter euch, denen das auch passieren würde, die vom Typ her ähnlich sind wie ich. Aber grundsätzlich sei gesagt, ich bin sehr begeistert von dem Garn. Ich finde es sehr schön. Gerade bei diesem Melange-Kammzug, finde ich, kommen die Farben natürlich vor allem in so einem dickeren Garn, in einer dickeren Stärke, sehr, sehr schön zur Geltung. Und mit dem Garn könnte man auf jeden Fall was machen. Und wenn ihr ein Fan von Single-Garn an sich seid und euch die auch gerne kauft, dann experimentiert doch mal ein bisschen auch mit unterschiedlichen Stärken. Denn das gibt euch natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten für ganz viele neue Projekte. Und ich hoffe, damit konnte ich euch ein bisschen inspirieren. Im nächsten Video werde ich euch dann ein dünneres Single-Garn zeigen und auch nochmal einen Vergleich ziehen zu diesem dickeren. Wünsche euch bis dahin schon ganz, ganz viel Spaß beim Experimentieren und Ausprobieren bei all euren Spinnereien und bin raus für heute. Bye bye, eure Shanti.